So, zweite Folge von Karompool. Wir haben nur zwei Spiele gewonnen, eins verloren von dem letzten Set und wir versuchen jetzt mal wieder mindestens das gleiche Ergebnis zu bekommen. Schauen wir mal. Meine Folge ist grün und er hat mir jetzt schon mal richtig kräftig hier welche ins Loch geschoben. So, und das mache ich natürlich auch. Zack. Kommt mal dahin. Ja, wir haben aus dem letzten Mal gelernt, wir können ruhig mit ein bisschen mehr Tempo spielen, nicht so vorsichtig. Dann geht das alles so. Hier kommen wir da irgendwie durch und was. Man kann hier natürlich nicht so gut zielen. Na, geht nicht. Mit dem Finger, man spielt das normalerweise mit dem Zeigefinger und das alles hier ist aus Holz. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, da habe ich das erklärt. Man muss also, wie ihr seht, die eigene Farbe in die Löcher reinbringen und die gelbe nicht. Hat man die gelbe, dann bekommt man zur Strafe hier einen da wieder in die Mitte gesetzt. Zum Glück haben wir das letztes Mal nicht geschafft. So, danke. So, jetzt müsste man dann, ja, das hier, der linke, ist dann vielleicht ein kleines Problem für uns. Oder versuchen wir den erstmal. Ja, es geht. Den kriegen wir da weg. Wenn er mithilft, ist das auch noch besser. So, da können wir jetzt mal versuchen, den mit Hilfe des Roten. Gut. Geht das hier auch? Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zurückfalle ins Loch. Geht auch. Wunderbar. Das war also zweimal wirklich nicht schlecht. Da haben wir den Gegner mitbenutzt. So. Okay, das Brett leert sich. Und jetzt hat er sein Problem, nämlich wieder hier hinten. Ah, ich habe auch gleich ein Problem, wenn er so weitermacht. Ich wollte eigentlich meinen da reinpacken. So, das kann sich jetzt ein bisschen ziehen. So, der ist drin und jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich also sehen, dass ich. So, wie gehen wir da an? Da muss ich von hier irgendwie. Ach, nee, so nicht. So auch nicht, mein Roter. Vielleicht wird das ein Endlosspiel hier. Na? Ist aber auch nicht doll hier. Also der steht jetzt wirklich in einer sehr schlechten Position hier. Ich hole mir mal einen. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was du damit willst. So, der Rote hat jetzt offenbar sein Problem damit. Also kann das Spiel hier noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wenn er nur diesen Zug kann hier. Jetzt ist er am Ende seiner elektronischen Möglichkeiten angekommen. Ja. Ja, macht er mal weiter. Muss aber da an die Ecke. Also das ist ein ganz blöder Platz hier. Das ist ein ganz blöder Platz. Man kommt da auch schlecht raus irgendwie. Naja, super. Und was soll das jetzt? Mache ich mal meinen dahin. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten gemeinsam hier. Achso, ich bin ja wieder dran. So. Ich müsste hier über das Loch überspielen oder so rum. Warte mal, gucken. Mal sehen. Irgendwie so über 10 Ecken. Nee. Pass auf, dann mache ich mal hier dem Ganzen ein Ende. Und werde dich mal hier versenken.
Ja, ach, das war's schon. Ich habe verloren. Ich komme also nicht ins nächste Level. Ich muss also wirklich die alle Level gewinnen, damit ich weiterkomme. Okay, dann war das eine relativ kurze Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der dritten Folge dieses schönen Spiels. Karum.